Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Hello Neighbor. Es ist schon wieder übertrieben spät, deswegen fragt euch nicht, wenn ich wieder irgendwelche Scheiße laber. Lol, was ich eigentlich immer tun. Leute, wenn es euch hier das Video gefällt, lasst doch ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Wir nehmen uns hier direkt eine Mülltonne. Heute, oh ja stimmt, der Nachbar ist wieder da. Heute werden wir uns unter anderem mal dieses Haus unter die Lupe nehmen, weil das ist ja obviously das gleiche Haus wie hier. Und, ach jetzt ist der Nachbar dort. Und zwar habe ich auch noch ein Secret entdeckt. Und für das stellen wir mal die Mülltonne hier hin. Gehen hier rein und da kann man sich ja so hochbacken. Genau, ich weiß leider nicht genau, wie man da irgendwie sich hochbacken. Ah, da haben wir es schon. Mit diesem Bug können wir, Alter, durch Türen, durch Boden schauen, wie ihr seht. Und hier ist auch schon der Roboter. Oh, der sieht mich doch jetzt safe. Hier ist auch schon dieser, oh Gott, Alter. Dieser Roboterhai mit dieser Zange hier vorne dran. Oder was ist das? Ist das, ah, das ist eine Bärenfalle, oder? Genau. Das ist nämlich so das erste Secret. Dieser Hai, der da rumgeschwommen ist. Das ist wirklich so ein, keine Ahnung, irgendein Roboterhai halt, der hier so einen Propeller hat. Und dann hier hat die Bärenfalle als Gebiss. Genau, er schwimmt wieder ein bisschen rum. Ja, wir sehen auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall hier so ein Hai. Sieht ein bisschen aus wie ein Toaster, der da sonst hat, ne? Naja, ist ja eigentlich auch egal. Naja, man kann sich auf jeden Fall hier durch Böden... Oh Gott, Alter, ich nehme die auch mal kurz wieder weg. Man kann sich auf jeden Fall auch durch diese ganzen Böden banken und das heißt, man kann halt so ein bisschen niceres Zeug sehen. Jetzt ist aber das Problem, hier ist eine Barriere und ich versuche mir jetzt hier mal hoch zu buggen. Und dann kann man nämlich hier, wenn wir ein bisschen Glück, dann oben drüber springen, wenn wir genug hoch sind. Ich weiß allerdings, Alter, ich weiß allerdings auch gar nicht, wie hoch das man kommen muss. Oh, lol. Ich bin, ah ne, ich dachte gerade schon, ich bin rüber. Okay, schade. ich versuche sie einfach nochmal. Ich hoffe, es klappt, Alter. Ich hoffe, die Folge wird es nicht. Also, die Folge wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer als sonst, aber ich hoffe jetzt für mich nicht, dass ich da jetzt ewig aufnehmen muss, weil, wie gesagt, es ist schon übel spät. Es ist gerade Donnerstagabend, weil ich am Wochenende weg bin, muss ich das alles vor... Alter, es geht gerade voll gut. Muss ich das alles vorproduzieren? Das heißt, ja, nicht so geil. Also, wir müssen sowieso mal in der Folge die ganze Map hier erkunden. Gibt es bestimmt noch viel zu sehen. Okay, also ich würde sagen, wir sind genug hoch, oder? Bitte, es hat gereicht. Oh, lol. Wir sind auf der Border. Okay, jetzt falle ich gerade runter, aber auf der richtigen Seite. Okay, gut. Oh Gott, Leute. Okay, wir sind hier auf der anderen Seite. Die Häuser sind ein bisschen, ja, irgendwie hier. Okay, da drüben, ja, ist obviously das Haus. Da sind auch gar keine Fenster, ne? Vielleicht kann man da ins obere Stockwerk. Oh, das wäre cool. Okay, hier ist einfach gar nichts in unserem hier Haus, oder? Nee. Das ist ja wirklich nur für die Cutscene. Das fliegt ja dann darüber. Genau, lol, von dieser Seite ist jemand einfach unsichtbar. Alles klar. Lol, da ist unser Auto. Wieso ist unser Auto hier? Vor allem so mega klein. Keine Ahnung, hier ist die Einfahrt. Ja, hier sind überall keine Türen. Das ist wirklich nur der leere Dings. Auch hier der... Hier ist aber komischerweise ein unsichtbarer Boden. Außer hier das Grab. Das ist hier wie ausgehoben. Okay, interesting. Auch der Fahrstuhl ist einfach komplett leer. Da müssen wir uns dann hochbacken. Hier hinten ist auch alles... Also das ist wirklich nur das ganz normale Haus. Das hohe Haus ohne irgendwas. Außer hier ist so ein bisschen was eingerichtet. Aber wir können hier mit nichts interagieren. Da sind auch gar keine Schubladen drin, Alter. Und hier ist das Ending. Vielleicht können wir uns ja auch hier mal versuchen, irgendwie durchzupacken. Hier durch diese Wand. Und ob wir dann vielleicht hier irgendwo irgendwas... Oh Gott. Ob wir dann hier vielleicht irgendwo irgendwas erkennen können. Ich weiß allerdings nicht. Ich glaube, das wird halt eben nicht so easy. Okay, nee, warte mal. Ich glaube, das hat keinen Sinn und Zweck. Hier oben ist einfach transparent, weil wahrscheinlich hier dann das Wasser ist. Der Hai ist auch nicht hier. Und hier, Alter, wie groß das dieser Raum eigentlich ist. Wo dieser Schießstand ist, ne? Hier ist dieses Kinderzimmer, pipapo. Hier kann man dann raus, genau. Hier wieder der Fahrstuhl, das Loch hier. Dann hier ist einfach eine Lücke, alles klar. Hier ist dieser Überwachungsraum, hier ist auch kein Schalter und nichts, okay. Okay, und hier ist das Klassenzimmer, genau hier der Gang. Und hier ist auch gar keine Wand, okay. Hier, ich weiß nicht, ob ich hier hochkomme, weil... Vielleicht sehen wir jetzt, was im dritten Stock verborgen ist. Oh, da ist auch nochmal Boden. Warte mal, irgendwie komme ich hier nicht so ganz hoch, warte mal. Ey, ich kann die Dings nicht nehmen. Die Mülltonne. Alter, ich bin jetzt hier stuck oder was? Alter, ich komme hier nicht mehr weg. Ich habe mich so festgebackt, ich kann die Mülltonne halt auch nicht mehr aufheben. Scheiße, als ob. Mann, ich habe hier komplett festgebackt. Lol, ich habe mich irgendwie rausgebackt. Keine Ahnung wie, aber egal, ich habe es geschafft. So, bitte hier mal stillstehen. Nein, ach Gott. Ach Junge, wieso bist du jetzt raus? Können wir jetzt zum Fenster raus? Ah ja, okay. Ja gut, mehr gibt es ja hier eigentlich auch nicht zu sehen, oder? Außer hier halt der dritte Stock, aber das können wir auch drüben erforschen. Vielleicht geht das einfacher sogar.
Okay, unser Mini-Auto, wunderschön. Ja, mehr werden wir auf jeden Fall jetzt auch erstmal gar nicht erkunden. Wir gehen nochmal zurück. Und zwar habe ich noch ein paar Infos wegen einer Theorie. Und zwar gibt es ja hier mehrere Theorien. Wir können auch selber eine so ein bisschen aufstellen, zusammenstellen. Allerdings ist das ein bisschen schwierig, weil... also, nee, schwierig ist es nicht, aber ich weiß... Oh Gott. Ich will euch halt nicht einfach eine Folge machen, wo ich nur laber. Das ist ja langweilig. Deswegen kann ich an der Seite auf jeden Fall erwähnen, dass wir mal noch versuchen, irgendwie den goldenen Apfel zu bekommen, weil... Vielleicht ist es möglich in dieser Version, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall in den späteren ist es, oh Gott, ist es auf jeden Fall dann mal möglich. Genau, wie dem auch sei, auf jeden Fall gibt es auch noch die Theorie, dass, warte mal, so, okay, jetzt fliegen wir auch wieder ein bisschen besser. Zwar gibt es auch noch die Theorie, dass der Nachbar unser Bruder ist. Das werde ich euch auch gleich mal zeigen, wenn wir es jetzt hier rüber schaffen, aber das sollte ja kein Problem sein. Ich bin Hello Neighbor Profi, der Flieger Profi, Alter. Bruh, ich habe es nicht rüber geschafft. Wie war das nochmal? Fliegerprofi? Okay, Leute, wir sehen jetzt nochmal ziemlich hoch. Da oben ist auch noch irgendein Fenster. Vielleicht ist da oben auch noch irgendwas. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt hier erstmal noch ein bisschen höher. Alter, wie hoch kann man denn hier eigentlich fliegen? Guck mal, wie weit das man sehen kann. Okay, also das müsste ja wohl reichen. Ja, okay, wir sind wieder auf dieser Seite. Okay, perfekt. Gut, wobei ich nehme ja vielleicht mal noch mit. Und zwar ist es jetzt auch möglich, dank diesem Trick... dass man sich hier hochbauen kann. Genau, ja, genau, okay, funktioniert auf jeden Fall. Zwar, ich weiß gar nicht, ob es hier oben auch irgendwo dieses... Doch, hier, genau, dieses Bild. Und da ist die Theorie halt, dass er unser Bruder ist, weil das hier ist ja augenscheinlich der Nachbar. Sie haben die beiden komischen, runden, roten Augen, beide die genau gleiche spitze Nase, beide so einen kleinen Bart, gut, das ist jetzt nicht so das Ding, beide ein bisschen lockiges Haar und beide so richtig kleine Ohren. Und, also, das muss doch fast... irgendwie der Bruder vom Nachbar sein. Und die Theorie ist jetzt halt, dass wir das sind, weil er ja schon Bilder von uns hat. Und er verfolgt uns jetzt sozusagen, weil wir ihn wahrscheinlich in schweren Zeiten im Stich gelassen haben. Und das werde ich euch... Ach scheiße, jetzt müsste ich da in den Raum nochmal... Können wir uns hier vielleicht auch irgendwie durchbacken hier? Oh Gott. Hier in dieses Kinderzimmer würde ich mich gerne backen. Geht das vielleicht... Oh Gott. Vielleicht geht das irgendwie... Warte mal, ich versuche es noch kurz. Okay, ne, hat scheinbar nicht geklappt. Schade. Auf jeden Fall, hier könnten wir dann noch... Turm ist ja einfach auch eine Puppe. Alter, da guckt auch noch so ein Arm raus. Holy shit, ist das creepy. Okay, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass in diesem Raum halt auch Bilder sind, wo es ja eine Familie zu sehen gibt. Und jetzt ist ja scheinbar so, dass ja auch in der im Keller, wenn man in dieses Ending geht, dann ist ja dort auch dieser Autounfall. Und das heißt, dass der Nachbar vielleicht einen Unfall hatte und... Dann wurde halt sein Kind und seine Frau getötet und jetzt, also in diesen schweren Zeiten sind wir zum Beispiel weggezogen und jetzt kommen wir zurück und kommen die ganze Zeit in sein Haus und jetzt ist er wütend halt logischerweise, weil wir ihn in diesen schlechten Zeiten im Stich gelassen haben. Und genau, das ist so ein bisschen die Theorie. Ich wollte jetzt nur so kurz am Rande erwähnen. Wie gesagt, ich möchte nicht unbedingt Theoriefolgen machen, weil es ist einfach langweilig, auch für euch, glaube ich. Ich versuche mir jetzt hier mal noch ein bisschen hochzubacken, ob es vielleicht hier klappt. Nee, ich komme immer nur zu diesem Boden. Also irgendwie will das nicht so richtig. Alter, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, Alter. Okay, warte mal, aber wir sehen hier so ein bisschen hoch. Alter, vielleicht kann man sich hier im Geländer hier irgendwie so ein bisschen hochglitschen. Ne, auf jeden Fall, also hier ist auf jeden Fall so ein weißer Raum. Ich glaube, hier ist, ganz ehrlich, ich glaube, da oben ist einfach gar nichts mehr, weil was sollte da noch groß sein? Also, weil die haben ja das Spiel einfach nicht weiterentwickelt, von daher, ich kann auch die Puppen hier gar nicht nehmen. Ja, also auf jeden Fall, ich glaube, hier kommt man nicht hoch, also. Und auch wenn, ich glaube, da oben wäre einfach leere. Naja, auf jeden Fall, ja, war es mit dieser kleinen, kurzen Hello Neighbor-Folge. Oh Gott, Alter, war das laut. Naja, auf jeden Fall war es das. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt Sachen in die Kommentare, die ich ausprobieren soll, die ich generell mal spielen soll. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!